Die Leiste hatte gezwickt bei Joel Geismann. Jetzt geht's aber wieder. Und der Mann ist wichtig für Lausanne, hat bereits 5 Saisontreffer, ist damit zweitbester Torjäger. Ihm gegenüber ein FC Basel in Champions-League-Formation, Dreier- statt Viererkette in der Abwehr. Michael Lang somit im Mittelfeld. Hier am Ball, Doppelpass mit Steffen, der auf El Yunusi. Und schon ist die Tatsache, die Führung für den FC Basel. Wohl auch wegen der Kälte verharrt Vicky dennoch in der Murmeli-Haltung, obwohl so ein frühes Tor dem Meister natürlich gelegen kommt. Mohamed El Yunusi verwertet die allererste Möglichkeit der Partie. Die Anfangsphase eigentlich eher ruhig. Wenn aber der FC Basel kommt, dann so richtig. Balanta mit Offensivdrang. Wieder dieser El Yunusi. Dem Doppelpack des Norwegers steht aber Thomas Castella im Weg. Die Chancenauswertung der Basler sinkt somit von 100% auf 50%. Lausanne scheinbar nicht genug gewarnt. Leger dieser Spielaufbau. Michael Lang. Was für eine Szene. Lang baut seine fast schon unheimliche Torserie beinahe aus. Basel bestimmt. Basel dominant. Ist aufsässiger, hartnäckiger. Wie hier erneut El Yunusi. Einzig der bisher sehr gute Thomas Castella stellt sich den Gästen in den Weg. Lausanne verliert praktisch jeden Defensiv-Zweikampf. Nächstes Beispiel. Jeremy Manier gegen Albian Ayeti. Der Basler ist durch und erzielt das überfällige 2:0. 39. Minute. Die Wattländer, sie sind heillos überfordert in dieser ersten Halbzeit. Lausanne im ersten Durchgang ohne einen einzigen Torschuss. Daher ist diese Szene erwähnenswert. Der erste Abschluss erfolgt nach 53 Minuten. Wir hatten es zu Beginn der Zusammenfassung ja von Joel Geismann. Der wird nach 60 überschaubaren Minuten ausgewechselt. Und sieht von draußen, wie seine Kollegen auf Offside spielen. Funktioniert aber nicht. Und was kommt jetzt? Das, was derzeit immer kommt. Ein Tor von Michael Lang. 7. Treffer in den letzten 5 Spielen. Was für eine Quote und erst recht für einen Abwehrspieler. Unglaublich. Hat Lang in letzter Zeit getroffen, hat Basel immer gewonnen. Danach sieht's auch heute aus. El Yunusi und Steffen vollendet 4:0. Auch in dieser Höhe absolut verdient. Das Spiel natürlich entschieden. Das merkt man in dieser Szene auch der Basler Abwehr an. Zekiri und Kololli mit Platz. Und diese nutzt Lausannes Zukunftshoffnung Andy Zekiri für sein erstes Super League-Tor überhaupt. Ein Mini-Erfolgserlebnis für den 18-Jährigen in der 80. Minute. Den Schlusspunkt aber setzen, was nichts als logisch ist an diesem Abend, die Basler. Genauer Michael Lang, der hätte hier nämlich beinahe schon wieder getroffen. Cedric Itten blockt aber und steht sowieso im Offside. Ausnahmsweise also mal kein Doppelpack für Michael Lang. Er wird es aber verkraften können. Souverän und dominant der Auftritt des FC Basel. Hauptprobe vor dem entscheidenden Champions-League-Spiel in Lissabon. Definitiv geglückt.